Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario 3D World. Wir machen jetzt mit 4-3 weiter. Tanz in der Wolkendisco. Und zwar mit Peach. Och nein. Och bitte nicht. Bitte nicht. Bitte, 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 bitte. Ich hasse mein Leben. Wer dieses Power-Up mag, ich weiß auch nicht. Ach stimmt, die können ja so schweben, das ist mega der Vorteil. Genau, teilt euch auf. Und jetzt kommt wieder zusammen. So. Ihr dürft nicht sterben. Bitte, bitte, bitte. Was ist hier? Nichts? Okay. Zwei Leben noch. Es ist okay. Alter, habe ich Angst vor den Hammer Bros. Boomerang Bros. Da ist noch eine scheiß Dreckskirsche drin. Alter, wenn man alle vier braucht, ich kotze. Nicht dein Ernst. Man brauchte tatsächlich vier, okay. Dann lieber zuerst das hier holen und dann den Checkpoint aktivieren. Ist, denke ich, um einiges schlauer. Und bisher noch nicht einmal runtergefallen. Außer die eine Peach. Also ist ja nicht meine Schuld. Ach nee. Das ist irgendwie mega episch. Hier ist noch eine fünfte? Das ist egal. Eine drinne reicht. Und das ist mit P-Switch was. Wir müssen alle dafür umdrehen, nachkommen. Junge, ich... Es ist so lächerlich, wirklich. Scheiß auf die Zeit. Ja, jetzt sind sie wieder alle verteilt. Ich könnte so kotzen bei diesen Dreckskatzen. Oder halt... Mit diesem blöden Drecks-Power-Up. Wetten, ich brauche unten noch einen Haufen? Na gut. Das war schon... Ach so. Okay, es reicht, es reicht, es reicht wenigstens für das aus. Soll ich zwei umbringen lassen? Ja, komm, bring die eine um. Komm, bring die eine um. Ich kann die nicht umbringen. Egal. Wir müssen es irgendwie mit den beiden hier hochschaffen. Ja, und den anderen Stern, den müssen wir jetzt noch nachholen. Ich hatte kurzzeitig überlegt, mich umzubringen, aber ich wusste, dass der Stern hier noch kommt. Und ich wusste, dass er hart werden kann. Und mit 5 diese Münzen einzusammeln, zu verkacken, ist eigentlich richtig dumm. Ja. Oh, aber erstmal zum Automat. Kann man immer mal zwischendurch machen, finde ich. Hundert. Ein Up.
spät haben wir es überhaupt? Schon so spät? Aber egal. Immer noch nicht zu spät. Wir machen jetzt auf jeden Fall das weiter. Und zur Abwechslung natürlich mit einem anderen Char mit Toad. Wisst ihr, was ich gerade versucht habe? Nein? Ich wollte so wie Peach in der Luft bleiben. Hab aber vergessen, dass es Toad nicht kann. Macht ja auch Sinn. Toad ist dafür der Schnellste. Oh Gott, mit Peach ist das hier viel einfacher. Ist aber auch nicht schlimm. Wir haben doch alle drei Toads. Desto mehr wir behalten, desto einfacher wird's dann gleich für uns. Und desto einfacher wir es haben, desto besser ist es. Oha, das ist viel schwerer mit den Toads. Muss ja jeder Sprung stimmen. Warum auch mit diesem bekloppten Power-Up? Egal, der letzte wird eh geportet, von daher ist es scheißegal. Irgendwie erledigen die den sowieso. Also es gibt jetzt gar keinen mehr. Und darf hier nur mit 5 rein? Echt, okay. Die anderen sammeln noch die Zeit ein. So. Ich denke, so habe ich die Toads relativ schlau verteilt. Und somit haben wir es auch geschafft. Ach du Heiliger. Ja, genau, mit 4. Das ist nicht euer Ernst. Okay. War schwierig. Sagen wir es mal so. Ich hatte nämlich ein bisschen Angst, als dann alle vier auf einmal alle drei auf einmal gestorben sind. Weil ich dann nicht wusste, ob ich die Boomerang Bros so einfach umbringen kann. Hat aber funktioniert. Weiter geht's mit 4-4 Abenteuer in den Trampolinbergen. Schön, dass wir auch mal ein zweites Level anfangen. Peach kommt auch zurück. Schön Musik. Okay, ich habe Angst vor den Trampolinbergen. Nix. Lass mich doch da hoch. Wie soll denn das möglich sein? Alles klar.
Wenn ich da ein Power-Up kriege, was ich zwingend brauche, dann hasse ich euch. Mit Wandsprung bin ich noch hochgekommen. Hä? Hä? Ach, man kann unter die Dinger durch, okay. Hä? Wie macht man das? Ach so, einer dreht sich immer um, okay. Habe ich jetzt verstanden. Sehr schön. Ist hier hinten was? Nein. Und man muss ja irgendwie da hochkommen. Das schafft man auf alle Fälle. Nur der Stachel nervt. Wie soll man das denn machen? Geh mal weg. Alter, ich könnte so kotzen. Warum geht er denn nicht weg? Das schafft man. Ich probier das jetzt noch. Ja, seht ihr? Einfach ein bisschen tricksen. Ich denke mal, man hätte dafür irgendein Power-Up gebraucht. Aber solange es ohne funktioniert, ist ja alles super. Oh Gott. Ja, jetzt hätte ich ein Power-Up bekommen, ne? Die Stachis nerven halt so sehr. Noch eine Trickkiste. Natürlich ist es der letzte. Wirf weg. Hä? Wie ich mein Leben dafür hasse, für sowas. Ach komm schon. Sowas muss doch nicht sein. Wieso denn so einen Stempel? Ja, ich habe keine Zeit. Weiß ich nicht, wie genau ich das geschafft habe, aber ich habe es geschafft. Egal, egal. Bin froh, dass ich wenigstens irgendwie durchgekommen bin. Ich werde jetzt auch Luigi nehmen. Weiß nicht, wieso ich da nicht hochgekommen bin. Ich bin ja auf das Trampolin da drauf gesprungen. Aber heute auf jeden Fall ein nicht so erfolgreicher Part bisher. Wir verpassen mittlerweile fast immer Grünsterne. Müssen es immer wieder spielen. Okay, wenn man eine Stampfattacke macht, springt man höher. Gut zu wissen. Ich kann diese scheiß roten Münzen nicht einschätzen, wo sie hier sind. Hab auch eine Feuerblume. Damit ist es geklärt. Nein, man bekommt kein zwingend wichtiges Power-Up. Okay. Könnt ihr jetzt nichts sagen. Das war schon relativ gut. Alles super. Wir leben.
Okay, hier gäbe es tatsächlich noch mal eine Feuerblume. Und wenn ich das jetzt nicht bis hier, wenn ich das jetzt nicht hier schaffe, dann ganz klar werde ich es schneiden. Ja, ist eigentlich mega lame. Oder wenn ich jetzt sterben werde, werde ich es auch schneiden. Den Stern nochmal zu holen und so. Klar, ich hätte mich vorhin auch umbringen können, aber dann hätte ich den schweren Stern nochmal holen müssen. Okay, dann haben wir das doch auch geschafft. Episch wäre es nur, wenn wir da hochkommen könnten. Ja, perfekt. Sehr schön. Mit Luigi war das doch sehr, sehr schön. Wenn es eigentlich Peach Part ist. Egal, wir haben sogar noch ein bisschen Zeit. Ich hätte eigentlich gedacht, dass wir mehr schaffen, aber naja. Wir machen das Trickhaus. Rätselhaus, dann halt so. Natürlich mit Peach. ...20 Sterne sind hier zu holen. Ja, okay. War jetzt nicht das Schwerste. Auch das ging klar. Oh Gott. Okay. Sehr schön. Oh nein. Oha, mit Peach ist das ja hier mega easy. Sorry. Aber wenn ich halt den Vorteil habe, dass ich gerade mit ihr in dem Part dran bin, dann nutze ich den natürlich auch. Na gut, das war jetzt eigentlich ein Kinderspiel. Und das hier? Hat mir tatsächlich ein bisschen Angst gemacht. Scheinbar hat das sehr, sehr viel mit Rennen zu tun. Okay, sammel. Und hier? Oh Gott. Verschwindet. Danke. Noch ein Stern. What? Ohne Treffer. Oh Gott, wenn ich jetzt den Stern nicht bekommen hätte, ich hätte geheult. Level beendet. 10 Sterne für uns. Das dafür First Try. Klar, mit Peach war das schon etwas easy, aber... ist ja egal. So, dann machen wir jetzt auch noch 4, 5 die verlorene Stadt in den Spike-Bergen. Gab es hier nicht so ein Ultra-Secret? Bin mir nicht zu 100%ig sicher. Ach, ist das Spiel nicht schön. Auch von der Grafik her, finde ich. Es ist... Renn! Blöde Kuh. Ja, und spielerisch her ist es auch ganz gut. Also es macht eigentlich wirklich Spaß. Solange man den Lebenscheat kennt, ist bei mir auch alles gut. Weil ohne den hätte ich halt wirklich ein riesiges Problem.
Weil ihr wisst, ich und 3D-Spiele. Obwohl Mario Odyssey ging's ja auch bisher. Für mich ist es dann noch nicht komplett fertig. So, einen ersten Grünstern haben wir jetzt auch. Ich hoffe, es ist nicht schlimm, dass wir dieses Level jetzt hier noch bestreiten. Ja, ich wollte... Lächerlich. Oh Gott. Okay, Checkpoint. Das war so dumm, das war so dumm. Geil, alles wieder rausgeholt. Es ist nichts passiert. Was ist hier? Was ist hier? Ach komm schon. Willst du mich verarschen? Wenn da was Relevantes ist, dann weiß ich auch nicht, wie man da hochkommen soll. Weil ich sehe einfach kaum einen Weg dort hoch. Gib mir die scheiß Feuerblume. Die nerven ja die Galumbas. Sind sie überhaupt Galumbas? Ich hoffe. Red Coins, echt? Jetzt habe ich ja wieder meine Katze. Ach komm. Was ist hier oben? Hier scheint man ja wenigstens einfach hochzukommen. Hallo? Grünstern. Ich habe schon mega Angst vor dem Level, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich sehe, was hier gerade passiert. Wieso ich die Feuerblume nehme? Ganz einfach. Ach nee, okay. Ich dachte nämlich, der grüne Stern ist am Levelende, wo man dann hochklettern muss. Wird wahrscheinlich ein anderes Level gewesen sein. Oder ich hab's mir eingebildet. Jaha. Hallo? Okay, alles super. Fahnenstange haben wir auch erreicht. Und das Level sogar tatsächlich mal akzeptabel abgeschlossen. Wir haben alles. Aber was da oben ist, könnt ihr mir gerne schreiben. Da kommt man auf jeden Fall hoch. Wartet mal, was ist denn hier für eine Röhre? Ja, jetzt hat Peach wieder nicht geschafft, gegen in ein Bowser-Schloss zu gehen. Aber was soll's. Okay, das machen wir noch. Das Versteck der Feuerbrüder mal wieder. Das erste Versteck. Das heißt, es gibt also mehrere Verstecke von denen. Gib den grünen Stern und ready. Die werden übrigens später schwerer versteckt sein, glaubt mir. Binem, binem, binem. Was ist das? Ach, ein Stempelhaus. Ein Feenhaus. Holen wir uns noch einen weiteren Stempel ab. Dankeschön. Gut, dann soll es auch erstmal für heute wieder gewesen sein. Ich denke, wir haben einiges geschafft, dann doch noch. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall recht herzlich hier für eure Aufmerksamkeit, dieses Part von Let's Play Super Mario 3D World.
auf der Nintendo Wii U. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann.